Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Hier im wunderschönen, wunderbaren Sumpf des Elends. Also eigentlich sind es die Sümpfe des Elends. Wobei ich finde, das ist ein großer Sumpf. Okay, hier sind noch mehr Murlocs. Da sind noch mehr. Da ist ein Drachkin oder mehrere Drachen. Ja. Oh, Level 43. Das wird ein bisschen. Uff. Das wird ein bisschen doof. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, wir würden die ganze Zeit verfehlen, weil der 3 Level über uns ist. Aber das geht sogar. Ach, tatsächlich? Das war jetzt gar nicht so schlimm. Würmkin, nicht Drachkin. Das andere sind Drachkins. Nee, sind alles also die Würmkins sind Drachkins, so rum. Was haben wir denn hier alles? Lauter Zeug. Dass ich hier überhaupt nicht... Erstmal Königsgrad. Königsblut, so. Ich sehe das. Da hinten habe ich es aufblitzen sehen. Hier. Blindkraut. Oh Gott, hier ist so viel gerade. Das ist echt irre. Ach, da. Lebenswurz. Ja, jetzt. Der greift uns natürlich an. Okay, der ist nur 41. Ich wollte nur aus der Reichweite von dem Sägezahn-Schnapper gehen. Dass der nicht auch noch meint, sich in den Kampf einmischen zu müssen. Oh Gott. Ich habe so ein bisschen... Ich habe mehr Angst davor, dass der sich einmischt, als dass hier der mir irgendwas tut. Was hat er jetzt gemacht? Das Gift. Wie doof. Gegen Gift kann ich nichts machen. Das finde ich sehr ärgerlich. So, ich hoffe, dass der jetzt mir das letzte, die unverarbeitete Sägezahnflanke bringt, die ich noch brauche. Ich habe ihm keine verschlingende Seuche gegeben. Was sich natürlich gleich bemerkbar macht. Aber da das Bufffood eh gerade ausläuft, machen wir mal eine Runde hier. Das passt gut. Ich trinke gerade noch einen Kaffee. Was haben wir denn hier? Katgas Schnurrbart. Na, okay. Ich glaube, Katgas Schnurrbart haben wir ganz gut gesammelt immer, ja. Was haben wir denn hier? Das... können 2 große Mana-Tränke machen. 700 bis 900 Mana. Ich meine, das ist total lächerlich. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber es ist natürlich nur ein weiterer... Das ist dann ein weiterer Punkt Alchemie in Richtung Meisterschaft. Oh, wow. Somnus. Oh mein Gott. Den habe ich vollkommen vergessen. Jägerin von Stein. Hier. Hier. Den müssen wir das Fleisch herbringen. Ah, sehr gut. Rallhall. Loktar, Priesterin, das Risiko einer Reise durch die Sümpfe nimmt man nicht leichtfertig auf sich. Sehr mutig von euch, euren Mut gerade hier auf die Probe zu stellen. Ja, hier, ich habe euch was mitgebracht, weil ich habe gehört, ihr habt Probleme mit Essen. Sieh jetzt in Ehre. Ah, großartig, frisches Fleisch für unsere Feier heute Abend. Danke, Unimandra. Ihr habt dazu beigetragen, die Nächte hier erträglicher zu machen. Das Feuer brennt hell und unsere Mägen werden wohl gut gefüllt sein. Was für eine angenehme Überraschung, die ihr uns da gebracht habt.
Da mag zwar nicht gerade der attraktivste Ork sein, den man je gesehen hat, aber dafür ist seine Einstellung besser als sein Ruf. Alles klar. Ja, es war natürlich klar, dass das jetzt weitergeht. Man hat uns wegen der Murloc-Plage entlang der Küste hier stationiert, um andere vor Gefahren jeglicher Art, die Steinart bedrohen könnten, zu beschützen oder zu warnen, falls deren Streitkräfte zu groß werden. Das gibt uns nicht viel Zeit, um auszuruhen, und wir könnten weitere Hilfe eurerseits gebrauchen, wenn ihr gewillt seid. Die Sägezahn-Schnapperklauen geben erstklassige Waffen ab, wenn sie richtig vorbereitet werden. Bringt mir ein paar ihrer Klauen, dann werden ich zusehen, dass ihr eine unserer Waffen als Dank für das Frischfleisch und die angenehme Gesellschaft bekommt. Vorwärts zum Sieg! Na, vielleicht kann man da ja auch Zauberstäbe draus machen. Schon wieder Sägezahn-Schnapper. Naja, gut. Ich hatte ja befürchtet, wir müssten Murlocs jagen. Für die. So, dann könnt ihr uns bei der Jagd auf die Murlocs oder bei dem Kampf gegen die Murlocs unterstützen. Eieiei. So, wir haben hier aber gerade, glaube ich, wirklich den untersten Rand der Karte entdeckt. Ich gehe mal um die Ecke gucken. Das mache ich ja immer gerne. Wo es hier weitergeht. Geht es hier irgendwo weiter, wo wir hinkommen? Oder ist es einfach nur ein Gebirge, wo wir nichts tun können? Oder gibt es hier vielleicht noch interessante Dinge aufzudecken? Ich glaube eher nicht. Es ist ein Murloc-Dorf. Murlocs findet man ja überall. Da kommt man nicht hoch, glaube ich. Nein. Okay. Ich glaube, damit hat sich das hier dann erledigt. Ja. Sehr schade. Das müsste... Genau, das ist die das Außengebirge, das die verwüsteten Lande vom Meer trennt. Interessant ist es aber allemal. Jetzt tatsächlich zwei. Oh. Nee, nee, nee. Ich ergreife mal eben die Flucht. In der Hoffnung, dass die mir nicht hinterherkommen. Oh Gott, die kommen mir hier hinterher. Ach. Jetzt nicht mehr. Okay, das war gut. Eine ist okay, aber zwei ist mir ein bisschen too much. Ist jetzt nicht so, dass ich euch total ignoriere, aber ich möchte gerne den Golddorn haben. Deswegen gehen wir da auf jeden Fall hin. Nur, ja. Nicht beide gleichzeitig, bitte. Mhm. Weißes Spinnen. Weißes Spinnenfleisch, das, sollte auf jeden Fall ein Rezept geben dafür. Okay. Die brauchen wir eigentlich nicht. Gerade aber noch. Ich habe doch noch eine Pflanze auf der Karte gehabt. Wo ist sie? Aber damit sind wir fast, fast rum. Wir haben hier eine Höhle noch. Was ist hier? Oh, Murlocs. Und ein blöder Schattenpanther.
Entschuldigung, aber die sind so dumm. Warum greift ihr mich die ganze Zeit an? Ich tue euch überhaupt nichts. Sehe ich aus, als wäre ich Frischfleisch? Nein, 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 bin ich nicht. Geh woanders hin. Geh die Murlocs jagen oder hol dir ein paar Spinnen. Aber lass mich in Ruhe. Murlocs in der Höhle. Das finde ich irritierend. Staggerl-Sumpfhöhle. Ich wollte die Höhle mitnehmen. Oh meine Güte. Irgendwas anderes wieder gezogen. Ich glaube eine Spinne diesmal. Eieieiei. Zu nah am Tränenteich. Ich möchte gerne einmal aus dem Kampf rauskommen. Ist das möglich? Hm? Geht das? Ich gehe jetzt einfach das abgeben hier und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir nicht vielleicht tatsächlich erstmal nach Desolus jetzt schon zurück sollten. Denn, was hier? Nein, es war gar nicht hier. Ich bin falsch gelaufen. Das war hier. Das war hier. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Habt ihr den gefangenen Tieren alle Häppchen gefüttert? Wartet, ihr habt doch diesen dummen Menschen, den sie im Käfig halten, keines gegeben, oder? Oh gut, das wäre nur Verschwendung gewesen. Nee, dem Menschen. Okay, den, sie kennt ihn. Okay. Für den Sonnenbrunnen. Oh, ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse dieser letzten Fuhre zu sehen. Nun, ihr habt fabelhafte Arbeit geleistet, Liebchen. Ich wünschte, ich könnte euch für diese Unterhaltung, die ihr mir bereitet habt, mehr geben. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Hier in den Sümpfen kann man nicht viel Geld machen. Ich bin sicher, es war euch den Spaß trotzdem wert. Naja, Spaß. Lebt wohl. Spaß war es nicht direkt. Konnte ich von dir noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, ich hatte von dir alles gelernt, was ging. 215. Ach, guck mal, rein theoretisch. Machen wir die doch mal gleich. Okay, wir können dann noch zwei Sachen lernen. Was interessant ist. Was braucht denn der überragende Heiltrank? Das wäre jetzt interessant. Sonnengras. Keine Ahnung, wo ich das kriege. Und Kristallfiole. Ah, ja. Okay. Was hat er denn sonst noch so an Dingen? Was gibt es denn sonst noch, was vielleicht interessant wäre? Ich fände ja das hier in Verstärkung interessant. Also ein besseres Elixier der Weisheit. Ist das das hier dann? Elixier der Weisen? Au, ja, das ist geil. Intelligenz und Willenskraft. Okay, Stufe 44, das ist nicht das Problem. Elixier Alchemie 270. Man braucht Traumblatt und Pestblüte. Das klingt irgendwie... weiß ich nicht, wo man das kriegt. Überragender Mana-Trank ist auch Sonnengras. Sonnengras, haben wir das? Nee, wir haben das nicht. Wir haben, sind wahrscheinlich auch noch nicht gut genug für Elixier der Untotenentdeckung. zeigt eine Stunde lang den Aufenthaltsort aller in der Nähe befindlichen Untoten. Arcanes Elixier war Zaubermacht erhöhen. Das war, dass man dann schläft und heilt, ne, für 12 Sekunden. Was auch irgendwie cool ist. Lila Lotus. Mhm. Okay, das ist die nächste Stufe davon. Alchemie 235 und wir brauchen Blindkraut und Katgas Schnurrbart. Super, brauchen wir nur Kristallfiole. Ja, das ist doch mal ein Ziel. 235. Ja, das wäre jetzt halt tatsächlich die Frage.
Können wir von Steinart aus hier nach Beutebucht? Geht das? Was braucht ihr? Das geht. Wir könnten auch nach Gromgol, damit könnten wir den Zeppelin nehmen. Wir fliegen nach Gromgol. Wir nehmen den Zeppelin. Fliegen nach Desolus und geben das hier ab. Weil hier bin ich wirklich interessiert dran, was dann kommt. Also wie das weitergeht. Denn diese Questreihe habe ich nie gespielt mit denen. Also habe ich nie gemacht. Ich habe in Desolus nie alles gequestet. Und deswegen würde mich das wirklich interessieren, wie es da weitergeht. Dann nehmen wir das mal so lange aus der Verfolgung. Ich muss mir auch überlegen, ob ich das hier tatsächlich noch mache und Arati, ob ich das mache oder lasse. Ich glaube, Arati habe ich einfach zu oft damals gequestet. Ich würde mich lieber auf Gegenden konzentrieren, die ich noch nicht so kenne. Deswegen überlege ich auch, dass, ob wir das mit dem Schlingendorntal noch weitermachen oder nicht. Auch wenn es da nette Sachen gibt, aber das brauchen wir nicht. Gab es irgendwo hier einen? Ja, der Goblin-Anzünder, der wäre natürlich gut. Also das fände ich natürlich nett, den benutze ich ja immer, wenn mein Mana leer geht. Aber irgendwie interessieren mich diese ganzen Quests auch nicht so. Und Gott, diese blöden Ohren. Ich glaube, ich breche das mal ab. Dann können wir uns auf Quests konzentrieren, die wirklich interessant sind für uns. Das könnte ich vielleicht noch machen für den Goblin-Anzünder. Da haben wir ja wirklich was von. Das ist, da hätte Unimandra jetzt tatsächlich erstens einen Bonus von und einen Grund, das zu machen, weil das ja wirklich, ne, das ist. Aber wer weiß, was hierbei rumkommt. Ich brauche einen freundlichen Ruf bei den Magram und muss dann mit Varuk sprechen. Haben wir. Ach nee, das sind die Magram, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, weil wir ja die Gelkis machen. Hä, wieso ist denn die Quest immer noch drin? Das kann man doch gar nicht mehr machen. Könnte man das jetzt noch machen? Ich glaube nicht, ne? Geht doch gar nicht. So. Ja, der hat natürlich einen Drenetisten dabei gehabt, das war ja klar. So, das ist der gute Bri. alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat und nicht zum Verkauf ist, packe ich dahin. Das ist aber eigentlich, ist das nicht eigentlich? Das hier ist meine. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade ein bisschen. Irgendwie habe ich die Sortierung anders. Das hier ist die Tranktasche. Dann packe ich mal Questgegenstände hier oben rein. Ja. Okay. So, dann müssen wir jetzt. Oh. Ach so, ja, der hat natürlich jetzt. Hier sind natürlich jetzt wieder alle Quests für uns da. Hier, ich wollte gerade sagen, irgendwo war hier doch ein Händler. Der Zeppelin. Fliegt er gerade weg oder ist er gerade gekommen? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte gerne. Ja, wir brauchen noch. Hä? Habe ich nicht gerade Mondbeerensaft gekauft? Ich bin gerade verwirrt. Wo ist der gelandet? Rucksack? Netherstofftasche?
Ich sehe ihn nicht. Ach da, oh Gott, ja. Übersehen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ich habe beschlossen, ich kaufe jetzt 2 Stapel davon, weil mir das zu knapp ist immer mit 20. Für die Horde. Ich war jetzt gerade verwirrt, aber sowas von. Hat man, glaube ich, gemerkt. So. Der ist jetzt gerade nach Unterstadt geflogen, das ist jetzt egal. Was liegt an? Okay, wo ist der Zeppelin gerade? Müsste in Orgrimma angekommen sein. Wenn er gerade in Orgrimma angekommen ist, müsste er ja schon fast wieder hier sein. So. Jetzt gucken wir nochmal. Also, ja, wir haben hier ja endlich bessere. Neue Rüstung wäre auch mal gut, weil die ist Stufe 30. Ich fände auch mal... Ja, genau, der Hut. Wir haben bis jetzt nur diesen Hut, der noch nichts hat, keine Verzauberung hat. Die Handschuhe. Ja, wir haben halt hier noch überhaupt kein Schmuckstück, aber das kommt auch erst später. Mal einfach mal schauen. Ich finde es irritierend. Kommt hier gar keine Ansage, dass der Zeppelin nach Orgrimma gerade angekommen ist? Fehlt das? Ist das verbuggt? Besatzungsmitglied Stottergang. Ja, was wollt ihr? Habe Dienst, geht weg. Auch. Danke, ja. Die übliche Goblin. Höflichkeit. Meine Herren. Okay, von Orgrimma nach Schattenflucht. Dann bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Also, was hier noch kommt. Wir eigentlich Desolus komplett aufgedeckt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Wir hatten nur... Gott, wir haben nur 1000 Nadeln komplett erforscht. Wir haben Desolus noch nicht. Was fehlt uns denn noch? Die Schattenklamm. Okay. Düstermarschen waren wir auch noch nicht drin. Natürlich. Feralas könnten wir auch noch machen. Haben wir auch noch nicht richtig gemacht. Ja, Tanaris waren wir ja auch noch nicht drin. Ja, ich werde das gleich mal in der Aufnahmepause mir nochmal angucken. Die Übersicht, die ich mir rausgezogen hatte. Welches Gebiet, wo, wie und so weiter. Das war jetzt gerade merkwürdig. Ich habe gedacht, das Spiel hat sich aufgehängt. Hatte es dann aber nicht. Aber dann würde ich mal schauen. Ja, hier wird es durchgesagt in Gromgol, aber eigentlich doch auch. Das war so merkwürdig, dass überhaupt kein Ruf kam. Aber das ist ja tatsächlich was, was eine gewisse Reichweite hat im Spiel, sodass man auch, wenn man weiter weg ist, das mitbekommt. Was ich ganz cool finde, so von der Idee her. Auch machen könnten. Wir könnten das Brachland auch erkunden, wo wir gerade hier sind. Nicht das Brachland, hier Drutta. ja. Könnten wir. Wir könnten auch einfach hier zum Windreitermeister uns bewegen und ja.
Okay, was haben wir heute hier? Ah, Auge des Sturms, okay. So. Ja, Duras, ich brauche einen Flug ganz dringend in die Schattenflucht. Das dauert jetzt 50 Jahre, bis wir da sind. Was haben wir denn hier alles? Wir haben Beulengras 20. Brauchen wir eigentlich irgendwo für noch Beulengras? Sonst würde ich ja sagen, können wir das verkaufen? Ah, für den Heiltrank brauchte man das, aber für den großen braucht man es schon nicht mehr. Okay, das heißt, ich kann Beulengras, den 20er Stack, jetzt auf jeden Fall verkaufen. Und eigentlich auch den Lebenswurz, denn den brauchen wir hierfür auch nicht mehr. Denn wir haben ja mittlerweile den überragenden Heiltrank gelernt. Gut, wir könnten jetzt, wir haben 12 große Heiltränke. Ich benutze den ja wirklich nur so für den absoluten Notfall. Wenn mal so ein kleiner Boost noch hilft. Ich meine, Heiltrank ist ja tatsächlich noch sinnvoll, vor allem der überragende. Der stellt ja genug her. Ne? Das kann ja genau die Anzahl Hitpoints sein, die man dann noch braucht. Aber ja, herstellen werde ich den nicht mehr, zum Leveln macht, bringt er nichts. Was haben wir denn noch für Dinge, die wir vielleicht verkaufen können? Maguskönigskraut bräuchten wir wahrscheinlich noch für das. Ah, da brauche ich Wilddornrose auch noch für. Da habe ich nur eine. Ich müsste mal gucken, ob ich noch welche in der Bank habe. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Weil wir haben nur 2 und das dauert ja jetzt noch ein bisschen, bis wir diesen besseren Intelligenztrank machen können, weil wir dafür ja erstmal Alchemie auf 235 kriegen müssen, was gar nicht so wenig ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo wir das herkriegen. Damit könnte man den natürlich super, den könnte man, auch Lila Lotus, habe ich auch keine Ahnung, müsste man Will ich auch keinen, möchte ich auch gar nicht wissen. Also werde ich selber rausfinden. Also das nochmal als Hinweis. Ab und zu lese ich das einmal, welche Sachen man wo kaufen kann. Aber ich möchte es eigentlich schon ganz gerne selber rausfinden. Oder wo man was findet. Ist mir egal. Ich möchte es selber rausfinden. Weil wie gesagt, Alchemie habe ich nie so weit gelevelt. Und finde das eigentlich ganz interessant, das selber rauszufinden dazu. Es gilt ja für alle Dinge. Ich bin immer ein Freund davon, alles selber zu erkunden. Ich möchte nicht gespoilt werden in irgendeiner Form. Und da zählt für mich auch das Verraten, wo ich ein Rezept bekomme oder die Zutat bekomme. Zählt für mich auch ein bisschen ins Spoilen rein. Sind wir bei 242, was ich ziemlich gut finde. Ja, da muss ich mal gucken, dass wir vielleicht mal rausfinden, wo wir den Sommerbarsch angeln können. Oder den Machtfisch. Zartes Krebsfleisch, das könnte man ja irgendwo kriegen. Ja, angeln müssen wir auf jeden Fall auch weiter. Beim Angeln sind wir bei 134. Das könnte besser sein. Und Erste Hilfe natürlich müssen wir auch mal wieder leveln. Brauche ich den Seidenstoff für? Das ist das Doofe. Andererseits, wenn ich den ganzen Seidenstoff, den ich jetzt habe, benutze für den schweren Seidenverband, muss ich mal gucken, was danach noch kommt, was ich... kommt dann schon der Magiestoff so schnell? Ist der schon bei 220 oder sowas vielleicht? Müsste ich mal gucken bei einem Erste-Hilfe-Lehrer tatsächlich. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig.
Kräuterkunde sind wir auf einem ganz guten Weg. Da waren jetzt die Sümpfe des Elends sehr hilfreich. Da haben wir echt gut Kräuterkunde gelevelt. In Desolus gab es noch ein Kraut, das ich nicht pflücken konnte. Das braucht Kräuterkunde 250. Das war hier irgendwo. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber es war auf jeden Fall eins. Da habe ich nämlich noch gedacht, oha, wir müssen Kräuterkunde weiterleveln. Und nee, Königsblut ist es nicht. Lebenswurz ist es auch nicht. Immerhin schon im Zirkel der Manorok angekommen. Und wir haben hier bis auf so ein... Hier, nee, Bollengras ist es auch nicht. Wir haben hier tatsächlich bis auf... Da, Gromsblut. Das kann ich nicht. Das braucht... Ich weiß nicht, wo es ist. Aber das braucht auf jeden Fall 250. Wenn ich mich da richtig erinnere. Das heißt, wir sind da fast in der Lage, das zu pflücken jetzt. Was ich schön finde. Und wir haben halt bis auf so ein paar Quests, wo ich sage, die können wir nicht machen. Also hier in die Instanz gehen, alleine, macht keinen Sinn. Haben wir tatsächlich alles, aber ich weiß immer noch nicht. Schattenklamm. Wo könnte die Schattenklamm sein? Finde ich total irritierend. Ich weiß nicht, wo die sein könnte. Das muss ich nochmal... Das werde ich vielleicht mal nachgucken. Wenn uns da nicht sowieso noch unser Weg hinführt, was ja sein kann. Da wir ja noch hier Dinge nicht erledigt haben. Ich überlege jetzt gerade... Der hatte diese wiederholbare, ne? Das war diese wiederholbare Fisch im Eimer-Geschichte, ja. Kannst du... Du konntest uns kein weiteres Angeln beibringen. Wir sind... Ah, Anglerfachmann. Okay, alles wir müssen klar. Mehr angeln. Vielleicht angeln wir hier auch in Desolus einfach mal. Okay, da oben ist vielleicht auch noch ein Questgeber, den wir noch nicht hatten. Ich werde jetzt erstmal den Ruhestein binden, weil ich nicht weiß, was hier noch passiert. Und ich mich nicht aus Versehen in die Sümpfe des Elends zurückporten möchte. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das passieren könnte, sowas. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Okay, alles klar. Dann mache ich jetzt hier mal einen Cut. Ich schaue mir das mit den Gebieten nochmal an. Aber erstmal questen wir ja wirklich hier Desolus zu Ende, soweit wir können. Und ja, wonach wir dann hin, wo wir dann danach hingehen, das überlege ich mir dann noch anhand der Quests, die wir haben und anhand der Gebiete, die ich gerne noch machen möchte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!